So, hallihallo und herzlich willkommen. Uns steht ein massiver Krieg bevor. Die Invasoren haben angeklopft. Und wir haben noch 3 Monate Zeit. Und ich werde nicht... Ich meine, das ist für uns Kleingeld. Das können wir uns leisten, aber ich werde das nicht bezahlen, weil ich wissen will, ob wir dem würdig sind. Also das, was wir wahrscheinlich durch den Angriff verlieren, ist das Doppelte an dem, was wir an die wahrscheinlich abgeben müssten. Das bedeutet, rein wirtschaftlich wäre es sehr sinnvoll, die einfach zu bezahlen. Aber steht ein bisschen Stolz im Weg und ich suche natürlich auch die Herausforderung. Boah, ich bin gespannt. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Wir gucken mal, wo das alles hier hinführt. Und dann könnte man hier rein theoretisch hier schon einen neuen Wohnraum erstellen. als komplett anderes Thema. So, okay. Dann würde ich aber hier wahrscheinlich keinen Weg durchziehen. Sondern so ein... Weil die Gärten, wenn man die aufpimpt, wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen die auch schön aus. Sie sehen auch aus wie so ein kleiner Pfad, der da durchführt. Zwischen den Häusern. Und ich denke, ich werde eher das machen, als da einen Weg durchzubauen. Dann kommen hier auf der Seite auch nochmal Dekorationen hin. Und dann müssen wir langsam dazu umgehen, dass wir die Felder umplatzieren. Können wir ja nicht einfach so machen. Das heißt, wir müssen schon genügend Leute da haben, die rein theoretisch sich um neue Felder kümmern können, während wir dann hier umbauen. Och nö, das sind alles temporäre Unterkünfte. Ich hab mich schon gefragt, warum die so komisch aussehen. Oh. Also. Gebäude. Aber ich will wirklich nur... wirklich nur die temporären Unterkünfte. Boah. Wegballern. Dann habe ich aber auch mehr Platz, oder? Nee. Es ist soweit. Es ist soweit. Und tatsächlich können wir es auch nicht bezahlen. Oh mein Gott. Wie viele Leute sind das? 117. Aber die sind stärker. Die sind wesentlich stärker. Die dürfen wir nicht unterschätzen. 117 ist... ja. Rechnen wir jetzt rein von den Plünderern her, dann okay. Easy. Aber die Invasoren sind natürlich um einige stärker. Wie wir schon letztes Mal mitbekommen haben.
Und die kommen auch schräg eingelaufen. Das heißt, guck mal, die Seite interessiert die gar nicht mehr, weil die ist zu stark. Die kümmern sich jetzt um den schwächsten Punkt. Und das ist mittlerweile der hier, weil selbst hier auch wieder eine Dreiermauer entsteht. Ich bin gespannt, ob die jetzt hier rumlaufen und sich dann hier rum kümmern. Schauen wir mal. Der ist zumindest abgelenkt. Das heißt, wir sind eigentlich auf einem guten Weg. Die Archers halten, also die Leute halten hier erstmal die Position. Und die Archers können auch ein bisschen schießen. Die kommen jetzt von da. Leute, ihr dürft gerne schießen, ne? Okay. Probieren wir sie so ein bisschen rauszudrängen. Gehen wir zurück. Haben gerade schon gut verloren. Leute. Die sind drin. Und jetzt kommt die Kavallerie. So, wir müssen sie aufhalten. Die dürfen nicht in die Stadt. Gott, sind die stark. Okay, Rückzug. Rein da und macht die Mauern zu. Was mit euch, Pappnasen? Ich hab gesagt, ihr sollt angreifen. Kümmert euch mal hier um die Einzelnen. Da kommen sie. Okay, das sieht aber gut aus. Die sind hier abgelenkt vom Fort und von der Bemauerung. Die sind abgelenkt von dem Turm. Das ist sehr gut. Da kommt die Kavallerie. Die streckt die nieder. Und jetzt gibt es noch eine kleine Überraschung von hinten. Ja gut, das sieht gut aus. Jawoll! Los, hinterher! So viele abschlachten wie möglich. Das war gut. Kavallerie ist aber auch heftig. Also ich nehme jetzt so viele mit noch wie möglich, ne? Ich bleib dran. Oh, den noch ein Stich. Komm, in den Rücken. Bei dir noch ein Stich in den Rücken. Die kriegen wir alle. Den auch noch. Und dann den Haufen. Komm, dranbleiben, dranbleiben. Los, noch weiter, weiter, weiter. Ah, perfekt. Guck mal, da läuft auch noch einer. Den lassen wir auch nicht entkommen. Ja, da
Das lief doch besser als gedacht, Alter. Krass. Ich meine, wir haben trotzdem 10 Infanterieeinheiten verloren, ne? Aber wer hätte es gedacht? Es waren... So viele Bogenschützen waren es gar nicht. Pikenäer, ich glaube 3 Stück. Von der schweren Infanterie sind noch fast alle da. Leichtinfanterie hat es ein paar weggezogen. Aber das lief gut. 12 getötet. Gebäude zerstört 5. Puh. Okay, not bad. Oh, ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hätte erwartet, dass es wesentlich schlimmer aussehen wird. Ich meine, die sind durchgekommen. Sie waren hier. Sie haben 12 Kameraden umgebracht. Aber das war's dann auch schon. Okay. Die sind Ratten. Haben wir hier keinen Rattenfänger? Doch, hier. Okay, dann wird ihr gerade dabei sein. Ja gut, wie geil. Shit, ey. Ja, okay. Ich würde jetzt tatsächlich hier das so ein bisschen umbauen. Ich würde anfangen, das Feld der Verteidigungsanlage anzupassen. Das heißt, ich baue hinter diesem Verteidigungsstreifen mit einem Abstand von 1 neue Felder auf. Eins. Zwei. Nummer 3 auf dem Hügel? Ja, komm, warum nicht? Nummer 3 auf dem Hügel. Und 3. Das sind 3 neue Felder. Die 2 kommen weg. Ich muss da nur gucken. Ich lasse die so lange. Ich will halt die Sachen so übernehmen, wie ich sie hier drin habe. Weil... Oh, ich sehe gerade, wir brauchen auch unbedingt mehr Nahrung. Das heißt, das dritte Feld brauchen wir unbedingt. Ach komm. Ey, ich hätte so viel Käse und dann machst du so einen schlechten Preis. Ich meine, wir können auch gut Käse von dir jetzt einkaufen, ne, zu dem Preis. Aber habe ich kein Interesse dran, ehrlich. Das ist natürlich ärgerlich. Naja, gut. Okay. Kann man nichts machen. Wir sehen uns dann, ja, beim nächsten Mal. Und da überdenk mal bitte deine Preise. Das geht so nicht. Die Komposthaufen. Dann würde ich da eine Straße setzen. Da würde ich eine Straße setzen.
Dann geht die Straße hier einmal rum. Und dann würde ich tatsächlich hier auch die Eingänge umsetzen, dass wir halt parallel zur Allee hier dann die Straßen haben, die dann auch hier rausgehen. Und dann machen wir es hier draußen auch noch so ein bisschen schöner mit dem Vieh und Co. Das wird cool. Das wird mega. Es wird jetzt natürlich auch ein bisschen dauern, ne? Da können wir auch ein bisschen vorspulen, weil das muss jetzt alles umgewälzt werden. Und das dauert erfahrungsgemäß immer sehr lange. So, ja gut. Da müssen wir jetzt ein wenig warten. Können wir noch irgendwas anderes machen? In der Zeit, parallel dazu. Hier den Weg, den bekommen wir so nicht hin, wie wir es halt haben wollen. Wir bekommen ja hier nicht mal mehr den Knick hin. Es ist halt wirklich immens schade, weil der Brunnen ist halt auch im Weg. Und ich möchte den Brunnen halt hier aus der Ecke gar nicht raussetzen. Ja. Letros ist wieder da. Er hat immer viel Kohle dabei. Ach, Mann. Aber nicht, womit ich jetzt gerade handeln kann. Außer womöglich, wenn ich... Nee, zu einem unterdurchschnittlichen Preis möchte ich das eigentlich nicht abgeben. Wir können probieren in der Zeit, ein bisschen Glas rüberzuschieben, dass wir wenigstens Glasware verkaufen. Das können wir noch machen. Hohoho, 6.800. 6.600. Hier fallen die Bäume. Hier wird das auch nochmal so viel. Ist nicht ohne. Boah, nee. Warum schießt der Turm nicht auf den Kackbär? Kann doch nicht angehen. Okay, Jäger hat geregelt. Wir müssen hier auch unbedingt umbauen. Weil die Felder und Co., das ist alles, das ist eigentlich schon längst überfällig hier. 11 Leute wollen wieder rein. Kommt rein, kommt dazu. Ich habe Häuser für euch gebaut. Gar kein Problem. Alter, guckt euch das an.
Das ist eine neue Großbaustelle. Das sind gerade Dimensionen. Das ist heftig, wie viele Leute hier sind, die in jeder Ecke arbeiten. Unglaublich. Und dann könnte man rein theoretisch Zauberwort verkürzte Wege. Nochmal dafür sorgen, dass die Leute hier halt leichter rein und rauskommen. Das werde ich auch tun. So, dann haben wir das auch abgezäunt, da können hoffentlich Wildtiere nicht mehr rein und die, die drin sind, die werden jetzt halt einfach, also ich hoffe, gejagt. Oder die verscheuchen wir halt einfach, dadurch, dass wir halt immer so viele Leute sind. Ich meine, guckt euch das an, dass die Wildtiere überhaupt auf dem Feld unterwegs sind. Okay, was brauchen wir von hier drüben? Wir brauchen Weizen. Also Hacke, Weizen. Dann brauchen wir im nächsten Jahr Klee und Lachs. Habe ich das falsch jetzt angeklickt? Achso. Klee und nicht Flachs, sondern das hier. Das nehme ich raus. Das hier. Okay. Und dann wieder hacken. Klee und Bohnen. Oh, dann kannst du abgerissen werden. So, dann habe ich hier Hacken, Dingsbums und Dingsbums. Hacken, Dingsbums und Dingsbums. Okay. Dann haben wir noch Klee und Flachs. Genau, dann habe ich mich von verklickt. Klee und Flachs. Und dann haben wir Klee und andere Bohnen. Das sind Erbsen darunter. Ah ja, okay. Ich bin übrigens Profi im Gemüse erraten. So, okay, dann warten wir noch. Ach, guck mal, die können jetzt schon das Feld. Ist es geerntet? Noch nicht ganz geerntet, ne? Doch, Ernte ist schon durch. Okay, na dann weg damit. So. Ach, euch können wir umziehen lassen. Aber nur die Plantage an sich, also die Gebäude an sich.
Das heißt, wir werden dieses Jahr und wahrscheinlich die nächsten 2 Jahre noch ein kleines Tief haben, was die Nahrung angeht. Und dann sollte es eigentlich wieder vorangehen. Bauarbeiten wurden deswegen des Winters eingestellt. Okay. Fair enough, aber irgendwas scheinen sie ja noch abzubauen. Gut. Dann können wir aber hier auch schon mal 173 immer hier auch schon mal die Mauer weiterbauen. Zumindest ein Stück weit. Und dann würde ich aber direkt eigentlich hoch umsetzen. So. Ja, nice, dann wird das hier auch endlich mal schön gemacht. Dann können wir hier die Bäume noch entfernen. Hier auch. Dann auch alles weg. Dann kommt oben drüber, kommen dann die Obstplantagen. Und falls wir hier weiter noch Ackerfläche brauchen, würde ich das dann hier noch weiter ausbauen. Und hier habe ich dann das Gleiche vor. Vielleicht werde ich sogar die Obstflächen rechts hin, die Ackerflächen links hin. Dass es so ein wenig aufgeteilt ist. Aber die hier müssen auf alle Fälle weg. Das heißt, ich werde auf jeden Fall im nächsten Jahr hier die Sachen auch umsetzen. Das heißt, ich fange dann hier direkt an. Direkt an. Hier war die Mauer. Dann kann der Zipfel da weg. Warte mal. Ja. War das da Mauer an Mauer? Also Zaun an Mauer war das hier im Endeffekt. Und dann kann ich auch hier sagen, Nahrungsproduktion fällt. Dann geht das hier auf der Seite weiter. Wir müssen das Ganze hier, glaube ich, nur noch neu ausloten dann.
So. Hier, das Feld ist auch gleich fertig. Sehr schön. Dann würde ich auch erstmal Schluss machen. Da steht, hier werden dann die Bäume niedergerissen. Hier kommt dann eine schöne gerade Linie mit Ackerfeld. Von hier dann angefangen. Hier die ganzen Bäume kann ich jetzt auch einfach abreißen. Auch kein Schwein mehr. Ja, gut, das wird dann eine Klickarbeit fürs nächste Mal. Na, hier wird dann Obstplantage hingebaut, oben drüber. Da müssen wir noch gucken, wo wir die Scheunen hinbauen. Hier können wir vielleicht sicher auf diese Seite hier setzen, weil hier wird nichts angegriffen. Ich glaube, das könnten wir gut machen. Dann setzen wir die einfach hier hin um. Dann sind die auch in Sicherheit. Jawohl, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, macht euch einen schönen Tag. Man sieht sich. Bis dann. Danke, dass du hier warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dass uns die digitale Welt zerreißt. Heißt, sie uns einsaugt, uns aufnimmt und paralysiert, bis wir wieder los sind und sie uns isoliert.